Erst kürzlich wurden aktuelle Zahlen veröffentlicht, die zeigen, Cloud-Gaming-Spiele mit Touch-Steuerung werden deutlich häufiger gespielt. Ist ja auch nachvollziehbar. Das Smartphone oder Tablet ist schnell aus der Tasche geholt und schon wird ein bisschen gezockt. Doch welche sind die Spiele, die sich unserer Meinung nach per Touch am besten steuern lassen? Wir zeigen euch unsere Favoriten. Nachdem wir uns durch die über 100 Spiele gewühlt und stundenlang unsere Daumen wund gewischt und gedrückt haben, können wir euch eine neue Auswahl hervorragender Cloud-Games mit Touch-Steuerung vorstellen. Um diese spielen zu können, braucht ihr lediglich ein Smartphone oder Tablet sowie eine Mitgliedschaft im Game Pass Ultimate. Die Bedienung via Touch wird stetig weiter verbessert und bereits jetzt findet ihr einige Spiele, die über komplett eigene Button-Layouts und sogar zusätzliche Optionen verfügen. Probiert es also auf jeden Fall einmal selbst aus. Und damit ihr wisst, wo ihr anfangen könnt, kommen hier unsere Top-Touch-Games. Dass Gears Tactics hervorragend für Cloud Gaming geeignet ist, seht ihr schon daran, dass das Entwicklerstudio extra eine Einstellung implementiert hat, die es euch erlaubt, die Schriftgröße der Ingame-Texte gesondert für die Cloud einzustellen. Das sorgt zusammen mit den rundenbasierten Kampfmechaniken für optimale Bedingungen, um beim Spielen den Controller einfach wegzulassen. In Gears Tactics steuert ihr Runde um Runde eure Handvoll Gears, plant Spielzüge und reagiert auf die der feindlichen Bedrohungen. Selbst zielen müsst ihr nicht, nur Deckungen und Sichtfelder abschätzen und auf diese Weise gute Wahrscheinlichkeiten für Treffer erreichen. Auch die Wahl von freischaltbaren Fähigkeiten und der Einsatz von Equipment helfen euch im Gefecht. Und durch das Sammeln von Belohnungen verbessert ihr eure Ausrüstung, die euch durch die unterschiedlichen Spieleziele bringen. Die volle Packung Gears-Feeling aus einer etwas taktischeren Sicht. Über die Touch-Steuerung lassen sich die Überwachungskegel der Figuren oder auch Granatenwürfe präzise platzieren und die wiederholenden Abläufe der Runden gehen euch schon bald so gut von den Daumen, dass ihr haptische Buttons gar nicht mehr vermissen werdet. Und dank der Autosaves könnt ihr auch einfach mal zwischendurch eine Runde spielen. Natürlich eignen sich auch Card-Deck-Builder besonders gut für eine Steuerung via Berührung. Ihr könnt die Karten hier zwar nicht direkt anfassen, doch die Eingabe über die virtuellen Buttons geht in Monster Train im Grunde genauso schnell. Monster Train ist kein gewöhnlicher Card-Deck-Builder, denn anstatt eure Karten auszulegen und diese dann gegenzurechnen, wirkt ihr Zauber und beschwört Monster in einem von drei Stockwerken eines Höllenzugs, der sich seinen Weg zur ausgekühlten Höllenglut bahnt. Ja, ein teuflisch guter Spaß. Ihr spielt nämlich in der Tat nicht die gute Seite. Ganz im Gegenteil. Engelsscharen und ihr Gefolge stellen sich euch entgegen und sorgen dafür, dass jeder zufällig generierte Run zu einer Herausforderung wird, der ihr nur mit einer guten Strategie gewachsen seid. Das beinhaltet das geschickte Verbessern eurer Karten und Kreaturen sowie die Wahl der richtigen Wege, um die für eure Taktik bestmöglichen Belohnungen mitzunehmen. Nach jedem Kampf wird gespeichert, wodurch ihr jederzeit auch mal schnell eine Runde spielen könnt. Vorausgesetzt, ihr schafft es, das Spiel wegzulegen natürlich. Ein Spiel, das ebenfalls auf euer Planungsgeschick setzt, ist Frostpunk. Inmitten der eisigen Einöde sammeln sich die letzten Überlebenden der Zivilisation und errichten eine neue Gesellschaft. Statt warmer Gedanken muss Kohle gewonnen werden, damit es alle kuschelig warm haben. Doch das Ressourcenmanagement ist nur die Spitze des Eisbergs. Entscheidungen über Gesetze mit weitreichenden Konsequenzen, Gebäudeplanung, Straßennetze und die Erforschung weiterer Gebiete erfordern eure Aufmerksamkeit sowie ein feines Gespür für das Management von Einheiten und Rohstoffen. Hier ist nicht nur die Kälte bitter, denn so knapp die Ressourcen sind, so anfällig für Trübung ist die Hoffnung der Bevölkerung, die euch immer am unteren Bildschirmrand ermahnt. Schafft ihr die Balance aus Zufriedenheit und Effizienz? Da ihr das Spiel jederzeit pausieren und die Geschwindigkeit in drei Stufen regeln könnt, passt Frostpunk hervorragend zu einer Session auf der Couch, bei der ihr ganz gemütlich die Buttons drückt und mit Bedacht eure kleine Gemeinde heranwachsen lasst. Rundenbasierte Kämpfe und irre lange Zwischensequenzen, na, wenn das mal nicht grandiose Voraussetzungen für Cloud Gaming mit Berührungssteuerung sind, oder? Yakuza Like a Dragon erzählt serientypisch einen umfangreichen Yakuza-Epos, der euch durch die Unterwelt von Tokio führt und dabei unzählige optionalen Aufgaben gibt. Im Kern stecken lange Zwischensequenzen, reichlich Dialoge und eine faszinierende, spannende und vor allem amüsante Geschichte samt quirligem Humor. Also quasi reichlich Lurk-Mode. In diesem speziellen Ableger sind die Kämpfe rundenbasiert, sodass ihr euch bei euren Entscheidungen Zeit lassen könnt. Und wenn ihr euch komplett auf die Geschichte konzentrieren wollt, könnt ihr die Kämpfe sogar automatisch ablaufen lassen. So habt ihr im Grunde eine Art interaktive Geschichte, die euch die nächste längere Reise versüßen kann. Dann habt ihr quasi einen Städtetrip durch Tokio in eurer Tasche. Verrückt!
Spiele aus der First-Person-Sicht sind jetzt nicht unbedingt ganz oben auf der Liste der touchfreudigsten Spiele, klar. Aber bei Superliminal handelt es sich definitiv um eine Ausnahme. Habt ihr euch erst einmal ein wenig eingewöhnt, geht die Bedienung nämlich erstaunlich gut von der Hand, sodass ihr euch ganz ungestört auf die verrückten Puzzles und die bizarre Story einlassen könnt. In Superliminal findet ihr euch in einer Art Traumexperiment wieder, in dem ihr Gegenstände durch Beeinflussung der Perspektive in ihrer Größe verändern könnt. Ist etwas weiter weg und erscheint dadurch größer, wird es das tatsächlich, sobald ihr es loslasst. Und umgekehrt könnt ihr so auch Gegenstände verkleinern. Perspektive wird zur virtuellen Realität, die euch und eure Umwelt zu jeder Zeit in Frage stellt und euren Augen mehr als einmal einen Streich spielt. Daraus ergeben sich unzählige durchgeknallte Rätsel, die euch nicht nur sprichwörtlich um die Ecke denken lassen und euch immer wieder fürs kreative Denken belohnen. Habt ihr Superliminal bisher nicht gespielt, findet ihr ja vielleicht mit der Touch-Steuerung eine Gelegenheit, es demnächst mal auszuprobieren. Phoenix Point schlägt mit Anlauf und voller Wucht in die gleiche Kerbe wie Gears Tactics. Taktische Fights, in denen ihr Einheiten auf dem Schlachtfeld platziert und Züge plant, gepaart mit Customizing und einer spannenden Story. In den Feinheiten gibt es dann aber doch ausreichend Unterschiede, wie manuelles Zielen, mit dem ihr Körperteile ins Visier nehmt, sodass nach reichlichem Testen dieser beiden Strategieperlen nur eine Empfehlung vernünftig erscheint. Spielt beide Spiele. Wenn ihr die mittlerweile oft und gerne adaptierte Formel der XCOM-Spiele mögt, fühlt ihr euch hier garantiert wie zu Hause. Auch wenn dieses im Fall von Phoenix Point gerade dem Untergang geweiht ist. Das zu vermeiden liegt nun dank Cloud Gaming und Touch-Steuerung in euren buchstäblichen Händen. Die Planung der Aktion und das Manövrieren durch die Menüs ist glücklicherweise super intuitiv und dank diverser Shortcuts habt ihr schnell fixe Abläufe, sodass ihr euch voll und ganz auf das Stellungsspiel der Einheiten und das Errechnen von Chancen konzentrieren könnt. Übrigens solltet ihr wissen, dass ihr die DLCs, die ihr für die Cloud Gaming-Spiele erworben habt, ebenfalls als wir Cloud spielen könnt. Im Fall von Phoenix Point bedeutet das für uns, dass wir die nächste Zeit erstmal gut versorgt sind. Ach ja, my lovely pile of shame. Ja, Card-Deck-Bilder passen sogar so gut zur Touch-Steuerung, dass wir gleich zwei auf die Liste setzen. Und natürlich sind Dicey Dungeons oder Ring of Pain auch fantastische Spiele, doch wir können nicht anders und müssen das Pionierspiel dieses Genres würdigen. Slay the Spire. Dieses optisch eher unauffällige Kartenspiel macht eins Einzelspieler Card-Deck-Bilder nicht nur salonfähig, sondern inspirierte Studios weltweit ebenfalls in diese Gefilde vorzupreschen und neue Ideen darin zu entwickeln. Wir haben den Köpfen der Megacrit Games also eigentlich nicht nur Slay the Spire selbst, sondern auch dessen Erben zu verdanken. Und natürlich spielt es sich mit der Eingabe via Touch optimal und hilft euch so dabei, dass ihr die bei jeder Gelegenheit eine Runde einwerfen und schauen könnt, wie weit ihr es dieses Mal schafft. Denn ihr wisst ja, in Slay the Spire ist das Ende nur der Anfang. So deep! Wow! Ach, ist euch Slay the Spire nicht düster und schwierig genug? Ihr braucht also etwas extra Brutales, ne? Sowas mit viel Schmerz, Vielleicht noch etwas Blut, Gift und Fäule? Wie wäre es denn, wenn wir dann gleich das komplette Paket nehmen und noch ein paar riesige Portionen Verzweiflung draufpacken? Ja, heftig und düster genug? Nein? Okay, dann spielt doch Darkest Dungeon. Der Name ist definitiv nicht nur verdient. Er ist bitteres Programm im Alltag eurer Pein auf dem Weg ans Ende des Spiels. Und wagt es nicht, euch an freigeschaltete und hochgelevelte Charaktere zu gewöhnen, denen ihr einen Namen gegeben habt und mit denen ihr viele, viele Abenteuer bestritten habt. Denn in Darkest Dungeon ist der digitale Tod endgültig und jeder neue Run könnte für eure Crew aus abenteuerlustigen Dungeon-Fans der letzte sein. Also schaut am besten, dass ihr immer genügend Freiwillige aufgabelt und eurem Roster hinzufügt, sodass ihr von jeder der ungewöhnlichen Charakterklassen immer eine im Gepäck habt. Immerhin bleibt ihr dank der vielen unterschiedlichen Fähigkeiten so flexibel und könnt eure komplexen Taktiken jederzeit adaptieren. Und ja, Darkest Dungeon ist wirklich schon fast eine Wissenschaft für sich. Eine düstere. Glücklicherweise habt ihr für jeden eurer bedeutungsschweren Züge so viel Zeit, wie ihr wollt, was bei einer Eingabe via Touch natürlich bestens funktioniert. Und so steht gemütlichen, wenn auch nicht gerade hoffnungsvollen Sessions an einem sicheren und kuscheligen Ort eurer Wahl nichts im Weg. So, und jetzt ein paar Katzenvideos. Hopp, hopp.
Fortnite? For real? Oh yeah. Wie ihr sicher mitbekommen habt, ist Fortnite seit kurzem via Xbox Cloud Gaming und damit auch auf euren Android- und iOS-Geräten verfügbar. Und auch wenn ihr mit einem Controller oder entsprechender Peripherie vermutlich einen kleinen Vorteil habt, klappt auch die Eingabe per Touch sehr gut. Und das Beste, Fortnite ist kostenlos spielbar. Ihr benötigt also keine Mitgliedschaft im Xbox Game Pass, ein Microsoft- bzw. Xbox-Account reicht völlig aus. Geht einfach auf xbox.com/play und schon kann es im Grunde losgehen. Wenn ihr genau wissen wollt, wie Cloud Gaming funktioniert, schaut euch am besten das Video, das wir jetzt rechts oben für euch verlinkt haben. Dort findet ihr nämlich alle wichtigen Infos und Tipps rund um das Thema Cloud Gaming. Zu guter Letzt wollen wir auch Hades noch lobend erwähnen. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, sind die mitunter hektischen Kämpfe in diesem Roguelite eine ordentliche Herausforderung, wenn ihr die Touch-Steuerung nutzt. Dennoch können wir überraschend schnell Fortschritte machen und sind uns sicher, dass wir mit mehr Übung schon einen gewissen Groove finden können. Aber da wir Hades nun schon etliche Male besiegt haben, Flex-Time. Wo waren wir? Ach ja, was uns besonders gut an Hades gefallen hat, ist die Darstellung der Buttons. Die sehen nämlich aus wie im Spiel selbst und dieses Detail hat auf jeden Fall einen Like verdient. So wie unser Video, oder? Gotcha. Jetzt mal im Ernst. Natürlich freuen wir uns über einen Like, wenn euch das Video gefallen hat. Logisch. Und wenn ihr euch heute selbst beschenken wollt, dann gönnt euch doch ein Abo von unserem YouTube-Channel und verpasst künftig keine unserer Updates rund um Xbox. Ja, man muss sich auch mal was Gutes tun, oder? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns online.